Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 21. Mai, das ist der Gedenktag des heiligen Hermann Josef. Wenn Sie sich vielleicht erinnern von letztem Jahr, das war der, der in seiner kindlichen Einfalt dem Jesuskind, das er auf einer Statue hat sitzen sehen, auf dem Schoß der Mutter Maria, einen Apfel hingereicht hat und das Jesuskind hat den Apfel genommen. Also, wenn man ganz, ganz einfach ist in seinem Glauben, dann kriegt man auch eine ganz einfache und direkt zu Herzen gehende Antwort. So bin ich überzeugt. Und es sind eher unsere Komplikationen, die unser Gottesverhältnis so schwierig machen. Hermann Josef hat von 1150 bis 1240 gelebt, in der Eifel, in Steinfeld. Als Erwachsener war er dann ein viel begehrter Prediger und Seelenführer, kann man sich vorstellen, wenn er einen so vertrauten Umgang mit den Heiligen und mit Jesus hatte. Das Evangelium heute fällt nochmal heraus aus den Abschiedsreden und ist die große letzte Erscheinung des Auferstandenen am See Genezareth im Johannesevangelium. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Ja, liebe Mitmenschen, das hat er dann auch getan, ist Jesus nachgefolgt und der Überlieferung nach ist er in Rom gestorben, gekreuzigt wie sein Heiland, aber umgekehrt, um den Unterschied zu markieren. Das ist ihm dann ganz wichtig geworden, dass er seine Schwachheit, mit der er sich vom Heiland unterschieden hat, dass er die auch bekennt und markiert. Und so ist er zum Fels geworden, paradoxerweise, auf dem die Kirche steht bis heute. Und so geht die Verheißung in Erfüllung, dass sie auf diesem Felsen stehend nicht überwältigt werden wird von den Mächten der Finsternis. Nicht, wenn wir uns auf unsere eigene Stärke verlassen und auf unsere selbstgemachten Sicherheiten bauen, das wird nicht lange hinhalten und das reicht auch jetzt schon lange nicht und lange nicht mehr richtig hin. Und deswegen fragt Jesus auch dreimal, neulich haben wir das zusammen bedacht, dass Jesus, wenn seine Jünger starkknochig werden und sich an den Laden legen, dass er dann immer skeptisch wird, weil er sie ja kennt, er kennt sie besser, als sie sich selber kennen. Und er weiß, wie viel unsere vollmundigen Versprechen wert sind. Und wenn Petrus, Entschuldigung, am Anfang sagt: Klar, weißt du doch, dass ich dich liebe, ist doch logisch, siehst du doch. Und dann bei der zweiten Frage vielleicht ein bisschen aufgebracht antwortet: Du hast mich doch gerade schon gefragt, ich liebe dich, klar. Und dann beim dritten Mal mit der Anspielung auf den dreimaligen Verrat, die Petrus heraushören wird, vielleicht hört er sie, ohne dass Jesus sie gemeint hat. Der wollte sich einfach wirklich vergewissern, dass Petrus alles mitnimmt und alles mitbringt in diese Liebe, auch sein Versagen und seine Treulosigkeit und seine Sünde. Denn erst dann kann er die Lämmer Jesu und die Schafe Jesu weiden, die einen ungebrochen selbstbewussten Typen an ihrer Spitze oder in ihrer Leitung gar nicht vertragen würden, denn sie sind es selber nicht. Und der Hirte, wie Papst Franziskus sagt, muss den Geruch seiner Schafe an sich haben und muss sie kennen. Am besten, indem er sich selber kennt, weil er so ist wie sie. Ja, also bitten wir um solche Hirten und
Gott segne und behüte sie alle.